Hi, schön, dass ihr da seid. Nach dieser großartigen Entdeckung in der letzten Folge machen wir hier direkt weiter. Ich habe mich dazu entschieden. Ach, er haut da ja nochmal zu. Aber passt. Ich habe mich dazu entschieden. So, jetzt warten wir erst auf den Kumpel. Ziehen dann das Ding runter. Blitzen los. Ab hier rauf. Schaden vom Bogen, jawohl. Passt. Dann haben wir hier zwei Boys. Oh nein, oh, der Fokus geht auf irgendeinen Typen rechts unten. Okay. Guter Start in die Folge, perfekt. Ein typischer Dark Souls-Start, würde ich sagen. Ach ja, ja, hier bin ich richtig. Nach. Ja. Bisschen dumm. Ein bisschen dumm gewesen hier an der Stelle. So, jetzt du. Dann Hebelchen. Dann. Oh no. Jetzt hat. Der Pfeil trifft natürlich. Scheiße, ich habe B gedrückt, aber. Sekündchen zu spät, ich habe ihn nicht richtig gesehen. Minimal zu spät. Ja, habe ich jetzt in Kauf genommen. Eigene, keine Ahnung, was ich da getrieben habe. Weiß ich auch nicht. Eigener Unsinn. Jetzt kam auch die Meldung von DHL. Ihr Paket verspätet sich. YouTube hat das gar nicht mitbekommen. Ich habe darüber gesprochen, dass ich ein Paket erwarte. Der Pfeil. Na, diesmal nicht. Doch. Nee, kein Schaden. Der Pfeil kam, aber keinen Schaden bekommen.
Nicht den unten. Danke. So, ab hier ist wieder easy. Shitty, shitty, shitty. Fuck. Ah, ich weiß halt nicht, ob... Nee, mach mal den Fokus weg. Okay, nee, da drüben kommt keiner rein. Das ist gut. Das heißt, der Weg ist mir viel, 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 viel lieber als... über diesen seltsamen Plattforming-Unsinn. Da falle ich lieber da... Was habe ich... Bin ich da schon 12 Mal durch jetzt? Nee. Shit. Ich wollte eigentlich an ihm vorbei. Ja. Naja. Eigentlich wollte ich auf die andere Seite, dass er mich nicht in den nächsten Gegner reinhämmert, sondern lieber nach hinten, da wo ich hergekommen bin. Ja, anscheinend habe ich den echt schon 12 Mal gekillt hier, den Boy. Ja, keine Ausdauer gehabt, ich weiß. Und dann bleibe ich auch 100 Jahre liegen. Ist okay. Pfeil. Da bin ich also nicht sicher vor ihm. Gut. Weiß ich das auch. Dass ich hier schon so oft durchgerannt bin, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Auch eine Möglichkeit. Okay. Dämliche Fokus. Ich habe mir noch gar nicht angeguckt, was mir dieser Schlangenring bringt, den ich da gefunden hatte vorhin in der letzten Folge, glaube ich, für YouTube. Müsste das die letzte Folge gewesen sein. Unnötig viel Schaden. Da unten liegt auch irgendwie ein Haufen Loot rum, aber... Nee. Ist mir zu doof. Macht keinen Spaß, dahin zu gehen. Nee. Zu viel Eile.
Ich glaube, in der Zeit hätte ich mich wahrscheinlich schon einmal ordentlich da durchgekämpft. Ich schau mal kurz nach dem Ring jetzt. Ja, das ist der Glockenring, aber ich hatte einen anderen gekriegt. Ja, genau, den goldenen Schlangenring. Okay. Naja. Wurscht. Jetzt kommt hier wieder ein Verlass, ein finster Geist. Ey, du kriegst es nicht. Warum? Der kommt jetzt da auch jedes Mal. Warum kommen die hier so oft? Das ist doch scheiße. So ist besser. So kann ich den besser bekämpfen. Okay, kommt er diesmal nicht? So, ach, Nauze, ey, da oben. Auf den billigen Plätzen. Ach so, das Ding bleibt jetzt ewig, oder wie? Scheiße. Ich glaube, das war nur eine Seele. Da hinten ist noch eine Kiste, aber da kann ich eh nicht hin wegen dem Lava-Unsinn. It's just a prank, bro. Aber er kam jetzt gerade nicht. So ist der hier viel einfacher, das ist top. Aber der dürfte auch nicht mehr allzu lange hier sein. Ich bin ja echt schon oft entlang gelaufen jetzt. Ach nee, was mache ich denn? Oh, ich kann das abbrechen. Nice. Sepp, du hast das Beste verpasst, echt. Als ich diesen Nebel da geöffnet habe von der anderen Seite. Ich hab gedacht, ich krieg's nicht mehr. Ich dachte, ich jetzt falle ich vom Glauben ab. Ach, Leute. Ach, shit. Ich will aber immer noch oben lang gehen, weil ich eigentlich das Gefühl habe, der Weg ist leichter. Ohne diese Schildkröten, Bobs und. Ja, guck mal, da ist er nämlich schon weg. Auch der müsste jetzt dann bald weg sein. Diablo 4 habe ich gezockt, als es rauskam. Hab mich dann aber
Relativ. Es hat mich sehr schnell verloren, das Spiel. Ja, Mensch, Leute. Wie was? Nee. Diablo 4 hat mich sehr, sehr schnell verloren, nachdem es, weiß nicht, war nicht geil. Ja, der müsste ja auch bald weg sein, nachdem ich den jetzt hier schon so oft verbrutzelt habe. In die erste Season, da war ja am Anfang war noch keine Season, also Season 0 habe ich gespielt und dann Season 1 habe ich reingeguckt und gedacht, okay, lame. Das war ja nix, also keine Ahnung. Ist der noch da? Nee, er ist weg. Guck mal. Probieren wir es mal ohne den. Also jetzt so rum. Und alle hopp. Nope. Der Sprung. Season 3, okay. Auch nichts Wildes dabei. Okay. Tja. Kollege, ich weiß jetzt nicht, das ist nicht so der Raum, auf dem ich hier gegen dich kämpfen will eigentlich. Weil ich hier ganz schnell runterfallen kann, aber es hat funktioniert. Nice. Puh, okay, jetzt endlich habe ich es mal wieder hierher geschafft. So, jetzt du. Oh nee, das ist dumm. Okay, gut. Große Titanitscherbe. Nice. Obwohl, nee, ich brauche ja das andere. Titanit irgendwas. Titanitbrocken. Ja, tatsächlich. Schade, da hatte ich hier die vielen Seelen verloren. Und tatsächlich geht's hier weiter. Ich dachte, dass ich hier zurückkomme. Oh no. Sehr gut. Verbrutzelt, das war der Plan. Das ist jetzt. Das ist jetzt scheiße.
Das ist Scheiße. Ah, hier ist wieder irgendeine Nummer mit der Lava, dass ich die wahrscheinlich irgendwie wegmachen kann oder so. Oder vielleicht gibt es irgendwas, womit ich dann auf Lava laufen kann oder sowas. Cool sieht er ja aus, muss man sagen. Ganz netter Balrog, den sie da gebastelt haben. Nee. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Das war schlecht. Okay, aber ja, aber ja. Okay. Ich schluck eine Menschlichkeit und let's go. Der Weg ist halt immer noch ein bisschen mistig. Benutze ich für den Weg meine andere Hellebarde? Weiß es nicht. Wie sinnig das ist. Nicht sonderlich, würde ich sagen. Wegsack. Ach komm. No. Ein bisschen, ein kleines bisschen unnötig, was da gerade passiert ist.
So. Nee, wieso bist du jetzt da drüben? Finde ich jetzt irgendwie uncool. Autsch. Ja, ist ein Ticken zu früh. Ey! Ey! Ich bin in der Rolle, Kollege. Lass mal. Also komm. Zweimal hittet er mich in der Rolle, ey. Ach, diese verdammten Invincible Frames in diesem Spiel sind der Horror. Ja, ich vermute einfach, dass er mich halt genau so getroffen hat, dass ich irgendwie entweder vorher, dass ich die Iframes noch nicht hatte oder kurz danach, aber es müsste vorher gewesen sein eigentlich. Okay, oh, nehme ich. Respektiert der meine Iframes nicht, ja, allerdings, ey. Oh, oh, zu früh, no. Oh, das war knapp. Steh auf. Aber gut, ich weiß jetzt zumindest, dass er jetzt links steht und nicht mehr so schön. Oh oh. Uff. Ach. Und schon wieder die Rolle, die einfach nicht zieht nach. Meine Fresse! Er hat sogar schon angefangen, nach unten zu schlagen. Dann hat aber irgendwie. Er wollte und dann. Schluck auf in der Programmierung. Nein, scheiße, ich muss ja auf ihn zulaufen, wenn er säuft. Mann, ey. Nein, aufhören. Ich muss euch bekämpfen. Sonst kommst du mir ewig hinterher. Was hat er eigentlich hier? Große Seele, Klosteramulett, bla bla. Mutz. Warum ist das Ding jetzt hier runtergeklappt? Lol. Okay. Lol, das ist runter. Hä? Cool. Warum auch immer. Verstehe ich nicht. Egal. Gut für mich. Ja, ich wusste, dass ich noch nicht schnell genug bin.
Ich wollte es schnell machen. Ich wollte es schnell machen. War keine gute Entscheidung. Ja, anvisieren bitte. Knapp. Ich wollte den schon mal triggern. Puh. Schon wieder knapp. Anvisieren. Den anvisieren. Ach Mann, er visiert ihn nicht an, ey. Dann, und dann kann er mich fünfmal hauen. Man drückt den Trigger und weil man gerade am Weglaufen ist, obwohl der Gegner voll im Bild ist, nur weil diese Mini-Wand dazwischen ist, dreht sich plötzlich meine Kamera um 180 Grad. Mann. Und wegen sowas dann sterben, weil die Kamera sich dreht. Geil, ey. Spaß. So, warum klappt das hier runter? Steh ich nicht. Diese scheiß Schildkröten in diesem Kackgang. Ach ja, ey, du, wie weit willst du mir noch hinterher rennen? Mit erhobener Waffe. Danke. So wollen wir das sehen. So will ich das sehen. Puh. Leute. 19.000 Seelen schleppe ich hier mit mir rum. Gegen einen Boss, der jetzt... Kommt der jetzt hier raus oder wo? Ja. Mach das hier? Nein. Es zündet mich nicht nur an, nee. Es schleudert mich auch weg, als wäre es eine gewaltige Explosion, die da passiert. Ah, hier ist der Trigger dafür. Jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt habe ich den Schalter dafür gesehen. So, kommst du? Wann kommst du runter?
Erst wenn ich nach unten laufe, oder wie? Ist ja blöd. Das ist ja doof. Mal schauen, ob ich hier für diese Schildkröten jetzt einen Schlag weniger brauche. Wäre schon cool. Ja, ich brauche tatsächlich einen Hit weniger, deswegen ist es gar nicht so blöd, hier auch schon die Hellebarde zu nehmen. Hallo, anvisieren, danke. Nee. Fackel gefälligst ab da oben. Dämliche Drecksschildkröten in einem engen Gang aufzustellen. So. Jetzt habe ich hier keine so eine cheesy Position. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Hier war super, als ich hier stand, als er hier vor mir war. Das war echt geil. Wie weit geht dein Feuer? Viel zu weit. Es geht über die ganze verdammte Ebene, die ich hier zum Kämpfen habe. Wow, das ist neu. Warum kann er nicht da hinten stehen? Das war so geil. Mist, jetzt muss er da vorne stehen. No. Habe ich den falschen Stick gedrückt, um ihn anzuvisieren. Scheiße. Ich hab heute schon, keine Ahnung, 150.000 Seelen verloren, mit denen ich hätte leveln können. Ich wär der Oberbabbo gewesen, ey. Da müsste ich mich hier wahrscheinlich überhaupt nicht mehr anstrengen. Da wäre alles One-Hit.
Echt jetzt? Okay, gut. Okay. Ich darf nicht weit weg von ihm stehen, weil dann macht er seinen Feuerbrutzelscheiß. Der ist richtig kagger. Ach ja. Ah, er macht jetzt schon seinen Feuerbrutzelscheiß, der viel zu viel Schaden macht. Triff mich bitte nicht. Oh. Ey, das ist doch ein Shit, ist das? Das ist ein riesiger Bullshit. Wie soll ich denn seinem Feueratem, den er im Kreis macht, kann ich da dann einfach nach hinten gehen, wenn er ihn nach unten schon macht, oder zieht er mir nach? Oh, das ist jetzt die Frage, ne? Zieht er mir nach? Das muss ich ausprobieren. Ich finde auch, also die, die Bosse sind entweder zu leicht gefühlt oder zu, also nicht zu schwer. Es ist alles absolut easy machbar, aber seltsam teilweise. Entweder sind sie zu leicht oder seltsam. Ach ja, klar. Ich stand zu weit weg. Komm, hau zu, bitte. Ach ja. Arschloch. Verdammte Kackbratze, ey. Ah! Und nächster Versuch. Ah, okay. Aha. Wir haben neue Moves gelernt, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben, ha? Ey, und das ist kein. Das. Wa
Mann. Und nochmal. Der ist mittlerweile auch schon weg. Bist du noch da? Nee, doch, du bist noch da. Okay, kommt der nächste hinter mir her, der sonst auch eher sich nicht für mich interessiert hatte. Nein, ich bin schon wieder gesprungen, statt anzuvisieren. Nein. Oh, wie dumm kann man sein? Ja. Wie viel Menschlichkeitsgedönse habe ich denn? Zwei? Nee. Also das. Hallo. Oh, fällst du nicht runter? Ich hatte gehofft, du fällst vielleicht runter. Oh! Okay, das war knapp. Reden wir nicht drüber. Ja. Ja, ich meine, also wenn ich selber Scheiße baue und sie ziehen mir dadurch dafür was ab, das finde ich jetzt gar nicht so wild. Schlimmer ist es, wenn das Spiel einen Fehler hat und ich irgendwelche Treffer quasi. Ach nee, ja. Eigentlich nicht kriegen dürfte und dann aber einen Treffer kriegt, der seltsam ist. Also wir haben es oft genug gesehen, dass ich in einen Gegner reingelegt wurde oder ich habe jetzt im YouTube tatsächlich mal ein Frame by Frame in einer Aufnahme gemacht, in der wo ich auch behaupte, ich hätte keinen Treffer kriegen dürfen. Einfach um zu zeigen, Leute, schaut mal, das ist nicht keine Einbildung, sondern mein Charaktermodell ist einfach nicht im Bereich seiner Waffe oder sonst wo. Das ist, ich sehe das in diesen 60 Frames pro Sekunde. Und ich kann das erkennen. Und das ist keine Ausrede oder so, dass ich beschissen ausgewichen bin, sondern das Spiel ist einfach scheiße an der Stelle. Das habe ich dann Frame by Frame im YouTube-Video gemacht. Oh, scheiße. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass mir dieses Ding Schaden macht. Brenne! Hehe. Genau, und wenn ich dann durch sowas sterbe, das an Sachen, wo ich hätte keinen Schaden kriegen dürfen und solche Geschichten, und ich dann Leben dafür abgezogen bekomme, das ist das eigentliche Problem. Oder hier bin ich mir auch nicht sicher. Da hat er schon wieder Homing-Fäuste. Dass er sich so im letzten Moment noch. Was hat mich da getroffen? Was hat mich da getroffen? Sein Ellbogen, der eigentlich mich hätte da nicht treffen dürfen? Oder, also, keine Ahnung. Oh, jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo ich hin soll, weil alles hier, keine Ahnung. Da weiß ich,
glaube, ich muss mich an der Stelle unter ihn stellen, wo er anfängt zu pusten. Ich glaube, da habe ich einen Platz, an dem ich stehen kann. Wo ich keinen Schaden krieg. Bei Minute 50, wir können gerne gucken. Ich habe es gestern schon gemacht. Habe ich ihn nach dem Stream in der Aufnahme Frame by Frame, haben wir es gemeinsam angeguckt. Hier war auch wieder, er haut zu, ich war schon an seinem Arm vorbei, ich krieg Schaden. Und da sehe ich halt das größte Problem tatsächlich in solchen Situationen. Das nervt mich am allermeisten. Wir gucken es gleich mal an, ob ich mich getäuscht habe oder ob ich tatsächlich an der Stelle eigentlich hätte keinen Schaden kriegen dürfen. Ist er mittlerweile weg? Nee, er lebt noch. Komm, puste. Ah, was? Ach ja, wir machen unsere 5 Schläge auf einmal hintereinander. Feuerschaden ignorieren wir auch. Habe ich euch nicht langsam auch schon 20 Mal gekillt? Diese dämliche Absperrung hier, ne? Auch ein bisschen dumm. Du sollst hauen. Danke. Okay, also hier hinstellen, wenn er spuckt. Und ansonsten lief es eigentlich ganz okay. Außer, dass sein Ellbogen mich treffen kann. Wo er mich nicht unbedingt treffen sollte. Ah, da bin ich jetzt in seinem Ellbogen gewesen. Okay, von mir aus. Was ist das jetzt? Uff. Nee, es reicht nicht. Fuck! Nee, ich kann mich nirgends hinstellen. Es gibt keinen Ort. Fuck. Ah. Huh. Also sein Feueratem ist durchaus. Och ja, finster Geist von Verlassener, komm. Echt nicht. Echt nicht. Ist nicht der Zeitpunkt. Ist nicht der Zeitpunkt, Kollege.
Kommt der jetzt oder hat er mich aus den Augen verloren? Der kommt bestimmt gleich hinter mir. Nee, er scheint nicht da zu sein. Okay. Bisschen viel Damage gekriegt. Wurde besiegt, lol. Irgendwas hat ihn gekillt. Geil. Wahrscheinlich ist er in irgendwo reingefallen oder in ein Feuer gelaufen oder keine Ahnung. Ach nee. Ich weiß, was ihn gekillt haben wird. Die Umgebung wird in einer gewissen Entfernung nicht mehr dargestellt wahrscheinlich und ich bin zu weit von ihm weggerannt und er ist in die Lava gefallen. Meine Vermutung. Na! Geil. Das war auch neu. Das ist auch neu. Ach, ja. Geil. Super. Oh Mann, ey. Ha, 12-mal gekillt. Die hier unten noch nicht. Ach, große Titanitscherbe, ja. Für einen Arsch. Brauche ich nicht. Schon wieder ein ähnlicher Hit wie vorhin, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob das hätte ein Treffer sein dürfen. Ja, ach so, ja, die Nummer wieder, bei der ich ja nicht ausweichen kann. Ach so, ja, scheiße. Wie machen wir das hier? Ich habe keine Ahnung. Hier, ah doch, ich kann weit genug weglaufen, alles klar. Oh, scheiße. Er macht's nochmal. Ich hätte hier hinten, hätte ich davor in Sicherheit sein können. Laserstrahl!
Oh, das war wieder, waren Laserfäuste diesmal. Okay. Er packt immer neue Sachen aus, die ich noch nicht kenne. Immer wieder mal was Neues. Danke für die Aufmunterung, Sepp. Krieg ich. Mir fällt es auch echt schwer, gut gelaunt zu bleiben. Allzu oft dürfte ich die Schildkrötenboys da unten auch nicht mehr bekämpfen müssen. Den vorderen hatte ich, glaube ich, mal so zwischendurch noch gekillt. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob der zweite schon weg ist. Ist auch schon weg, jawohl. Aber der dürfte noch nicht weg sein. Aber vielleicht jetzt. Ja gut, also ich weiß jetzt, bei welchen Moves ungefähr ich weiter weg muss. So richtig habe ich es nicht raus, weil es auch echt schwierig ist. Er macht ja auch entsprechend, wenn ich weiter weg bin, andere Moves, als wenn ich, wie wenn ich nah dran bin. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Na, es war, glaube ich, auch kein Treffer eigentlich von ihm. Geh mal ganz kurz einen Meter weg, weil ich saufen will. Schwierig. Diese Treffer sind schwierig. Die sehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Oh oh, scheiße. Laserhand! Ja, wenn man ein bisschen weiter weg steht, wird er auf einmal relativ easy. Oh nein, er schiebt mich runter. Er... Oh, ich habe mich an seinem Kopf festgebackt oder festgehangen. Oh, nee. Oh, no. Ah, da wollte ich zu viel. Oh, 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 oh. Shit. Ah. Verdammt. Ah, geil. Außerdem darf man sowas doch nicht im Chat schreiben. Damit erhöht man den Druck. Und die Gier, vor allem ich, werde mir dann so sicher und denke, ja, der Chat glaubt auch dran, dann kann ich das und dann mache ich so einen Quatsch. Ah, nein, no, 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 er ist noch da. Ah, er kriegt hier keinen Schaden. Jetzt Damage? Ein bisschen. Ja. Und nochmal. Oh, die Laserhand. Ich dachte eigentlich, das ist ein Move, den macht er eher, wenn schon mehr passiert ist.
Kann ich hier irgendwie... Oh nein, das ist was anderes. Nein! Wow, shit, die Laserhand! Saufen! Ja, gut, da hat er mich tatsächlich getroffen dieses Mal. Ah, ja. Ja. Nee. Kein sichtbarer Treffer an der Stelle. Ich war rechtzeitig ausgewichen. Was war das nochmal? Große Laser, keine Ahnung was. Power. Hatte ich noch nicht. Nein, ach. Hey Leute, YouTuber, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart und mich begleitet habt. Wir haben jetzt in der nächsten Folge, wird erfallen auf YouTube, hoffe ich sehr stark. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Schön, dass ihr da wart. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.